enthält ein Fünkchen Wahrheit. Und ich kenne eine, die neu für sie ist. Dr. Jones, ich würde gern auf die Waffen verzichten. Nur zu? Dann gibt's was auf die Zähne. Was führt dich in den Vatikan? Ich suche jemanden. Er hat mir was gestohlen und ich will wissen, warum. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Ihr Freund Emmerich Voss steckt dahinter. Also dieser große Kreis. Die glauben, er ist eine Verbindung zu einer Art Macht? Voss zumindest. Er denkt, er kommt so in die Geschichtsbücher. Das muss ich mir genauer ansehen. Der Kreis muss geschlossen sein um... Was? Es gibt immer einen Auslöser. Viel Glück, Indy. Der Legende nach werden diese Relikte eine große Macht, die den Lauf der Geschichte ändern könnte. Sie spielen mit Kräften, die sie nicht kontrollieren. Sie sollten es wissen. Ich habe immer die Kontrolle. Sie machen das gut, Herr Jones. Gut genug, um Ärger zu bekommen. Gina! Wollen Sie denn nicht wissen, worum es hier geht? Und ob ich das will. Jede Geschichte enthält ein Fünkchen Wahrheit. Und ich kenne eine, die neu für Sie ist. Dr. Jones. Ich würde gern auf die Waffen verzichten. Nur zu? Dann gibt's was auf die Zähne. Was führt dich in den Vatikan? Ich suche jemanden. Er hat mir was gestohlen und ich will wissen, warum. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Ihr Freund Emmerich Voss steckt dahinter. Also dieser große Kreis. Die glauben, er ist eine Verbindung zu einer Art Macht? Voss zumindest. Er denkt, er kommt so in die Geschichtsbücher. Das muss ich mir genauer ansehen. Der Kreis muss geschlossen sein um... Was? Es gibt immer einen Auslöser. Viel Glück, Indy. Der Legende nach werden diese Relikte eine große Macht, die den Lauf der Geschichte ändern könnte. Die sie nicht kontrollieren. Sie sollten es wissen. Ich habe immer die Kontrolle. Sie machen das gut, Herr Jones. Gut genug, um Ärger zu bekommen.
Jo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Teil 2 von Indiana Jones und der große Kreis. Wir haben das Spiel gerade gestartet und wir hoffen, dass es jetzt gleich losgeht, ne? Jo. Er startet. Tut sich da was oder irgendwie habe ich das Gefühl, heute dauert alles etwas länger. Nee, fortsetzen, wunderbar. Jo, wir machen dann mal weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, ein Ohren oder ein Kerzenständer. Oh. Nicht umdrehen. Das war mal richtig leise, ja. Ja, wir versuchen mal hier weiterzukommen. Na? Bisschen behäbig hier oben. Ah, sì. Giusto. Beh, io di quello non mi fido. È una serpe. Attento a come parli di lui. Se certe parole arrivassero alle orecchie sbagliate. Temo solo che potrebbe diventare un incubo diplomatico. Qualunque cosa il duce stia cercando, pare che ne valga. Wir haben's geschafft. Jetzt hier weiter. Also so weit waren wir, glaube ich, gestern auch. Kommt schneller rein. Wie legt man die ab? Ach. Space. Ach Gott, wie legt man jetzt die Person ab? Mit Q, meine Güte. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer einen auf dem Schädel, ey. Hier ist ein Schlüssel. Was haben wir da? Klingt faszinierend. Gut. Von der Antike des Vatikan.
Wird neue Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten entdeckt. Bücher. Ja. Faschisten können eh nicht mit Geld umgehen. Faschisten, genau. So voreilig. Mi divertirà. Der hat aber echt schnell in der hier Ausdauerprobleme, ne? Jetzt gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Ei, das wollte ich ja nicht für mich hochziehen. F. Nicht mehr weit. Nett hier. Ja, das ist wirklich wahr. Das ist wirklich nett hier. So. Können wir hier speichern? Speichern. Kontrollpunkt. Nein, ich nehme ganz kurz einen Schluck von meinem Tee. Nö. Kamera folgt mir. Die sieht mich noch nicht. Wieder Kohle eingesammelt, satt. Inventar. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das war hier. Okay. Cos'è questa roba? Merce confiscata dal Vaticano. Ma il Vaticano è un luogo sacro. È tutto a posto. Non preoccuparti. Blöd jetzt. Hier kam er her. Ach, das ist ein Hund. Na gut, Hänfling, los geht's. Thank you.
Die Was ist das? Es ist nah genug. Ein Knüppel will ich haben. Fleißig Kohle. Okay. Die Pyramiden. Welch ein Anblick. Mir leid. Das war wohl nix. Ich bin verblüfft. Mal gegen. Okay, gehen wir mal weiter. Hier gab es nichts mehr. Da ist auch noch einer. Locker bleiben! Scovato! Wir rennen gerade im Kreis, sehe ich gerade. Ja, mal hier was. Müssen wir woanders lang. Mhm.
haben wir die Plot gehauen. Dann gehen wir mal hier runter, ne? Was ist das? Sarà stato niente. Ottimo. Ci mancavano solo le allucinazioni. Oh, scheiße, der hat einen Hund. Nichts tun, aber genau. So. Auch Faschisten brauchen mal seichte Lektüre. Wie ein Blatt im Wind. Kapelle? Wie spannend. Ganz schön zäh. Auf dieser Karte sind Markierungen. Zwei rote Stiere stehen sich gegenüber. Kann ich jetzt irgendwie speichern? Immer noch nicht. Interessante Notiz. Hier komme ich leider nicht raus. Hauptmannschlüssel. Hier waren wir da drin, oder? Ich hab doch einen...
Wachhausschluss. Rennen im Kreis. Hauptmannschlüssel, ja. Darf ich den wieder suchen nehmen? Na, ich gehe mir hier hoch, okay. So. Das sind alle platt. Wo liegt jetzt der Schlüssel? Jo, aktuell befinden wir uns jetzt hier auf der Suche nach dem Schlüssel, um das Tor aufzumachen. Kann man vielleicht hier einfach was übersehen. Da hängt der Hauptmannschlüssel, ey Mann, ey. Mal sehen. Thank you.
ist noch gut. Jetzt können wir das wieder nehmen. Wunderbar. Und weiter geht's. Speichert. Ah, hier kommen wir runter. Was das sein, kapiert? Ein andermal, Kumpel. Perché sempre a me questi incarichi noiosi? Presidiare il castello, discutere con i preti, assicurarsi che nessuno entri in Vaticano. Ma se non succede mai niente? Mi sono stancato. Dovresti a me è nicht zu nah! Fermo! Distruggilo! Te ne pentirai, Pusci! Un intruso! Das könnte mich weiterbringen. Da wären wir. Der Dorfweg. Also gut, dann los! Antonio. Eile ist geboten. Ich habe eben Pater Ventura mit einem Schwarzhemd auf dem Weg zur Burg gesehen. Pater Ventura? Was sagst du? Ich sagte, wer ist Pater Ventura? Wir nennen den Mann in Schwarz. Ein Freund Mussolinis. Er ist praktisch der Kopf des Vatikans, seit der Papst krank ist. Der da. A Benito serve altro per renderlo a proprio agio. Il Duce non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. Ich höre sie nicht mehr. Ich glaube, sie sind weg. Pater Ventura hat die Tore des Vatikans geöffnet. Jetzt sind überall Faschisti. Eine Schande. Wer ist der Gast, auf den Sie warten? Ich weiß es nicht.
Fast geschafft. Wir sind am Ziel, Indy. Das ist der Weg in den Vatikan. Geschafft, Henri! Diesen Namen habe ich ewig nicht gehört. Wie viele Jahre ist es her? 19? Seit dem Krankenhaus am Piave. Das waren schlimme Zeiten. Unerträglich ohne einen guten Freund an meiner Seite. Folge mir. Hey, Antonio. Für mich? Die sind in New York City, der letzte Schrei. Grazie, amico mio. Du, solltest dich etwas ausruhen. Ich glaube, ich auch. Buongiorno. Diese amerikanische Musik ist erstaunlich. Wie spielt man nur so? Hey, che ci fate voi qui? Ventura ha detto di fare pratica per il comitato del benvenuto. Was ist da draußen los? Sie scheinen heute Morgen besonders nervös zu sein. Ich habe Cornetti, falls du hungrig bist. Sehr gut, Leute. Das war's fürs Erste. Danke fürs Reinschauen. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir melden uns, denke ich mal, in einer guten Stunde einfach nochmal. Jo, bis später mal. Tschüss.